So, guten Morgen. Mein Name ist Dom Schott und werde stark geblendet hier von den Lampen, aber das kriegen wir auch hin. Genau, ich spreche heute mit euch so ein bisschen über etwas, was ich entdeckt habe während meiner Recherchen in den letzten Monaten und in den letzten Wochen. Und ich bin sehr froh, dass das heute geklappt hat mit dem Talk, denn ich sollte den eigentlich schon mal, oder ich durfte den eigentlich schon mal auf der TinCon in Berlin im Sommer halten. Nur gab es da so ein bisschen das Problem, dass ich auf dem Weg zur TinCon ohnmächtig geworden bin, weil ich habe mich falsch angezogen und es war sehr warm und ich bin im Bus gefahren und plötzlich war ich ohnmächtig und dann wurde ich in einem Park ausgeleert und da waren fremde Menschen und die mich dann verarztet und ich konnte den Talk leider nicht halten. Aber heute bin ich da und ich freue mich sehr und es war auch wieder sehr knapp. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ein paar von euch kam eben vom Zug und vom Taxi hier rein von Berlin und ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat. Genau, also, was erwartet euch heute? Ich möchte euch ein bisschen davon erzählen, was eigentlich Gaming-Selbsthilfegruppen sind, ob ihr da mitmachen solltet, ob ihr da mitmachen könnt, was dafür spricht, was dagegen spricht und auch so ein bisschen erzählen, wie es den Leuten so geht, die in diesen Gruppen selber schon unterwegs sind, die eigentlich da schon längere, mehrere Wochen, Monate schon aktiv sind. So einen kleinen Einblick in diese Welt und am Ende gibt es noch eine kleine Fragerunde und auch eine große Fragerunde, würde mich noch mehr freuen. Das heißt, wenn ihr alle möglichen Fragen habt, fragt mich einfach, no judging hier, ist hier eine sichere Umgebung, wo man alle möglichen Fragen zu dem Thema stellen kann und ich gebe mir Mühe, dass ich die Fragen auch beantworten kann. So. Dann vielleicht zu Beginn, wer bin ich eigentlich? Ich habe schon gesagt, Dom Schott, gerade noch so ein bisschen außer Atem und erstaunt und geblendet von diesen Lampen. In einem früheren Leben gefühlt habe ich Archäologie studiert, also so das, was vielleicht manche von euch mit Indiana Jones verbinden, nur mit weniger Nazis und mit mehr Bibliotheken und so einem Kram und Sonnenbrand. Das bin ich, genau von der Grabung in Italien. Das war alles ganz anstrengend, weil das Wetter, ihr merkt, das ist so eine rote Linie in meinem Leben, die sich da so ein bisschen fortsetzt. Das war sehr anstrengend. Und heute bin ich freier Journalist und schreibe eigentlich für ganz viele Medien, vor allem über Videospiele, über Spielkulturen, über spannende Online-Communities und über Leute, die spannende Dinge mit Videospielen machen. Und während meiner Recherchen bin ich zum Beispiel vor einigen Monaten, ist das schon her, über eine Taverne gestoßen in World of Warcraft. Das kennen wahrscheinlich alle von euch, zumindest vom Hören sagen. Und diese Taverne, die liegt in Goldhain. Ich habe hier auch so ein Pointed-Ding, genau. Die liegt in Goldhain, das ist so ein Ort in dieser Spielwelt und die ist dafür bekannt, dass dort eine Art erotisches Rollenspiel stattfindet. Das heißt, da treffen sie Spieler, die schreiben da so ein bisschen erotische Texte miteinander und finden das ganz toll, aber in meinen Recherchen habe ich herausgefunden, da gibt es auch einige Spieler, die das sehr unangenehm finden und belästigt werden von anderen Spielern. Das war zum Beispiel eine Recherche, die ich da angestellt habe. Eine andere Recherche, die ich auch gemacht habe, um mal so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, was ich eigentlich so mache, war das hier. Ihr erkennt schon, in welche Richtung es geht. Das ist passiert auf den Servern eines Online-Survival-Spiels namens Rust. Und dort bin ich auf eine Community gestoßen, die im Grunde Nazis sind, die verkleiden sich in SA-Kostümen, machen Jagd auf andere Spieler, am besten auch, wenn die Spieler eine andere Hautfarbe als sie haben. Und das war so deren Ding. Und über die habe ich geschrieben und habe versucht herauszufinden, was das eigentlich für Leute sind, warum die das machen. Aber eine der spannendsten Reportagen oder eine der spannendsten Themen, die ich so entdeckt habe für mich, die drehte sich tatsächlich um diesen jungen Herrn. Sein Name ist Khalifa, er ist 29 Jahre alt und Student in England. Und er kam im Alter von 15 Jahren nach England, nachdem seine Familie im zweiten sudanesischen Bürgerkrieg ums Leben gekommen ist. Und dort hatte er dann, wie ich erfahren durfte, große Probleme, sich anzupassen. Er hatte große Probleme, Anschluss zu finden, Freunde zu finden. Er wurde gemobbt, er wurde an die Seite der Gesellschaft eigentlich gedrängt. Und infolgedessen entwickelte er unter anderem schwere Depressionen. Und mit Depressionen ist er tatsächlich auf der ganzen Welt, natürlich könnt ihr euch denken, nicht alleine. 322 Millionen Menschen sind laut Weltgesundheitsorganisation weltweit an Depressionen erkrankt. Das sind 4,4%. Wenn man das Ganze auf Deutschland überträgt, sind wir bei 4,1 Millionen laut dieser Schätzung depressive Menschen in Deutschland, 5,2% der Bevölkerung hier. Dazu muss man wissen, das klingt vielleicht nach gar nicht so viel, wenn man überlegt 5,2 von 100%, aber die Dunkelziffer, also die Leute, die nicht in Therapie sich befinden, die aber die Symptome haben, die ist wahrscheinlich viel, viel höher. Deswegen ist das nur so ein bisschen die Spitze des berühmten Eisbergs. Genau. Khalifa ist also schwer depressiv und
hat oft Suizidgedanken gehabt und hat sie auch immer noch, wie ich weiß. Und ihm geht es generell oft nicht so gut. Er hat die Symptome einer Depression, die man sich so darunter vorstellt. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr damit seid, aber in seinem Fall ist das regelmäßig eine gewisse Antriebslosigkeit, eine emotionale Schwere. Man fühlt sich alleine, man fühlt sich antriebslos, man weiß nicht so richtig, wo man hin möchte im Leben. Und man ist vielleicht sogar suizidal. Das heißt, man denkt über den eigenen Selbstmord nach. Und eines Abends traf sich Khalifa mit einem Freund von ihm, um gemeinsam For Honor zu spielen. Das ist hier, das ist dieses Spiel. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, ist auch nicht so wichtig. Das ist so ein Fantasy-Online-Spiel, wo sich so Wikinger, Ritter und Samurai auf den Kopf hauen. Und da hat er sich mit seinem, Freund getroffen und da haben sie gemeinsam gespielt. Und der Freund hat an diesem Abend gemerkt, als sie sich getroffen haben, dass irgendwas mit Khalifa nicht stimmt. Khalifa war sehr leise, er hat kaum auf Rückfragen reagiert, wenn es um das Spiel ging. Er war sehr wortkarg, er wirkte insgesamt nicht besonders glücklich. Und dann hat der Freund von Khalifa gesagt, wir stoppen jetzt hier mal und sag mir doch mal, was los ist. Erzähl doch mal, was mit dir los ist. Fühlst du dich nicht gut? Ist irgendwie was falsch mit dir? Und das war der Moment für Khalifa, der ganz wichtig war, denn er hat in diesem Moment gemerkt, wenn jemand offen nachfragt und fragt, wie es ihm geht und was mit ihm passiert ist, dann hilft das ihm, mit dieser einfachen Nachfrage seine Geschichte zu erzählen und sich öffnen. Und das hat ihm gut getan. Das hat er an diesem Abend dann gemacht und wie dann er später auch in einem Interview mit dem Boulevardmagazin Mirror erzählt hat, das hat ihm im Grunde das Leben gerettet, weil er plante an diesem Abend eben seinen eigenen Selbstmord, aber dieses unverhoffte Gespräch mit seinem Freund hat ihm geholfen, sich selber so ein bisschen klar zu werden, wo seine Probleme sind und auch das Gefühl zu haben, er ist damit nicht alleine. Das ist was ganz Wichtiges. Und später sagt er in diesem Interview dann auch diesen Satz, wenn man um jemanden besorgt ist, gibt es nichts Besseres, als aufrichtig nachzufragen. Versetzt euch in die Lage der betroffenen Person und stellt klar, dass ihr zuhören wollt, ohne Druck zu machen. Das ist so ein bisschen die Message, die er nach dieser Begegnung herausgibt. Und genau das ist der Kern der Selbsthilfegruppen, dieser Online-Selbsthilfegruppen. Diese Erfahrung, die man macht, wie schön und wie angenehm es eigentlich ist, wenn es Menschen gibt, die einem zuhören, ohne Stress, ohne Druck zu machen, ohne selber was erzählen zu wollen, die einfach nur sagen, ich bin da und ich höre dir zu. Diese Selbsthilfegruppen entstanden, wie ich recherchieren konnte, in den letzten Jahren vermehrt, so in den letzten 4 bis 5 Jahren, was vor allem damit zu tun hat, dass das Programm Discord immer populärer wurde. Wer von euch kennt denn hier Discord? Sagt, oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Aber das heißt auch, es können sehr viele Leute sagen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Für diejenigen, die nicht aufgezeigt haben, Discord, das ist im Grunde ein gratis Kommunikationstool, das sich jeder runterladen kann. Und wer das gemacht hat, kann dann auf einem eigenen Server eine Art riesigen Chatraum eröffnen. Das ist im Grunde das Ganze, was Discord bietet. Eine Möglichkeit, Leute auf den eigenen Server zu holen, wo man dann miteinander sprechen kann. So eine Mischung aus Skype und Teamspeak. Diese Online-Selbsthilfegruppen wurden ganz oft oder werden ganz oft gegründet von Menschen, die selber depressiv sind oder eine Art der psychischen Erkrankung haben und eben das Ziel haben, eine Art Sicherheitsnetz darzustellen. Das bedeutet, man will Menschen die Möglichkeit geben, auf einen Knopfdruck in einer Gruppe zu sein, wo Gleichgesinnte sind, wo Interessierte sind, wo Leute sind, die zuhören wollen. Das ist erstmal die allgemeine Idee von diesen Online-Selbsthilfegruppen. In meinen Recherchen bin ich auf die Gruppe gestoßen, die ich euch heute auch ein bisschen näher vorstellen möchte, und zwar Night Haven heißt die, also Nacht und Hafen, Nachthafen. Und das ist so, was ich herausfinden konnte, eigentlich eine der größten Gruppen, die es in diesem Bereich gibt. Da sind etwa 800 Mitglieder online täglich und gibt es aber trotzdem erst seit 2017, seit Februar 2017, eine relativ junge Gruppe, aber eine relativ große Gruppe. Und die will ich euch mal ein bisschen näher vorstellen, was die eigentlich machen, was die so besonders macht und ob ihr da vielleicht auch einfach dazukommen solltet oder vielleicht auch nicht. Das ist hier ein kleiner Blick direkt in die Gruppe rein. Ihr seht, wer Discord kennt, der ist damit sofort vertraut, wie das strukturiert ist, aber für diejenigen, die es nicht kennen, im Zentrum quasi steht ein großer Kommunikationskanal, ein großer Chatraum und wenn es keine Räume gibt, dann treffen sich dort im Grunde alle Mitglieder, die ihr hier auf der rechten Seite sehen könnt und dort kann man sich austauschen. Das ist so ein ganz normaler Chatraum, da kann man was reinschreiben, da können Leute darauf reagieren, da können Leute nicht darauf reagieren. Es ist quasi so wie ein Pausenhof, wo ganz viele Leute nebeneinander stehen und miteinander sprechen. Das Besondere an Night Haven ist eigentlich aber, dass hier an der Seite
ganz viele Untergruppen vorhanden sind. Die Gründer von Nighthaven haben sich gesagt, wir wollen nicht nur diesen großen Bereich, wo einfach alle ihre Gedanken reinhauen können und es gar keine Struktur gibt, sondern wir wollen eine Vielzahl von unterschiedlichen Räumen. Und ihr könnt schon sehen, was da so ein bisschen zu erkennen ist, die sind geordnet nach ganz unterschiedlichen Dingen. Die sind geordnet nach Hobbys, die sind geordnet nach politischen Themen, die sind geordnet nach, erzählt doch einfach mal, was ihr so in eurem Alltag an Erfolgen erlebt habt und was ihr an Niederlagen erlebt habt. All diese Kanäle sind dort vorhanden, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich in diesen Räumen zu versammeln, zu organisieren und wirklich zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier bin, da geht es nur um mein liebstes Videospiel oder hier geht es um die Politik oder hier geht es darum, was ich heute erlebt habe. Das ist eine große Besonderheit dieser Gruppe. Im Grunde kann dort jeder mitmachen. Es gibt kein Bewerbungsgespräch, es gibt keine Prüfung, die man ablegen muss. Jeder, der diesen Invite-Link findet, und ich sage euch am Ende noch, wie man den findet, ist relativ einfach. Jeder, der diesen Link findet und da draufklickt, kommt automatisch in diese Gruppe rein. Die einzige Hürde, die es da drin gibt, und das ist für euch interessant und wichtig, wenn ihr überlegt, da reinzugehen, ist, dass es so eine Art Benimmregeln gibt. Die sehen erstmal relativ erschlagend auf, weil es dann doch relativ viele Sätze und Buchstaben und Worte sind. Aber im Grunde lassen die sich alle zusammenfassen unter einer Prämisse: Seid nett zueinander, respektiert einander und macht keine geschmacklosen Witze. All diese Dinge sind wichtig für das harmonische Zusammenleben in diesen Gruppen und das wird auch überwacht von den Moderatoren. Es sind Moderatoren unterwegs, wie ihr es auch von jedem Forum, jedem guten Kommentarbereich kennt. Es gibt Leute, die achten darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Aber es gibt tatsächlich noch eine Besonderheit, die Nighthaven zu so einem spannenden Beispiel von Online-Selbsthilfegruppen machen, und zwar die sogenannten Supports. Die Supports, das sind, ich wollte schon Spieler sagen, weil hier dieses Overwatch-Ding ist, die Supports sind Freiwillige, das sind Mitglieder in der Gruppe, die gesagt haben, okay, wir wollen besonders viel Zeit darauf verwenden, ein bisschen die Kanäle im Blick zu behalten. Wir wollen gucken, sind da vielleicht Menschen, die ganz bewusst oder auch unbewusst Signale senden, dass es ihnen nicht gut geht? Gibt es dort Menschen, die sagen, hey, ich bräuchte jemanden, der gerade mal mit mir spricht? Oder gibt es jemanden, der einfach nur durch die Art und Weise, wie er spricht, zu erkennen gibt, er ist besonders traurig oder sie ist besonders traurig, es gibt Probleme, die brauchen ein offenes Ohr. Das ist der Moment, wo die Supports sagen, aha, habe ich erkannt, dem schreibe ich jetzt mal privat. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die suchen dann das private Gespräch und melden sich bei einem und sagen so ganz freundlich und höflich, ich habe mir auch die Gespräche angesehen, wie ein guter Freund, den ihr halt noch nicht kennt, die melden sich dann und sagen, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir zuhören, möchtest du mir irgendwas erzählen? Und das ist so die Aufgabe von diesen Leuten und das sind natürlich mehr als nur die beiden, die da oben gerade zu sehen sind, die waren nur gerade online, als ich diesen Screenshot gemacht habe. Und genau, das ist so ein bisschen die Besonderheit von Nighthaven. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was sind das eigentlich für Leute? Was sind das für Leute, die im Grunde alle Probleme der Gruppenmitglieder kennenlernen und eigentlich in erster Linie dafür verantwortlich sind, sich um diese Probleme zu kümmern oder zumindest zuzuhören? Und ich habe mit ein paar von denen gesprochen und das Erstaunliche ist, und das ist was, was mich auch sehr überrascht hat, keiner von denen hat erstmal im Grunde eine Ahnung von dem, was sie da tun. Oder anders gesagt, keiner von denen hat einen therapeutischen Hintergrund, keiner hat Psychologie studiert, niemand hat irgendwie eine richtige Ausbildung und weiß, was in einem Notfall zu tun ist. Das war erstmal das Erste, was mich überrascht hat. Aber tatsächlich, wenn ich denen dann weiter zugehört habe, wie sie sich mir vorgestellt haben, sie haben gesagt, die verstehen sich selbst eher als einen guten Freund, der ein offenes Ohr hat und die euch, wenn ihr dann in dieser Situation seid, gar keine Vorschläge geben wollt, gar keine Ratschläge geben wollt. Die sind nicht dafür da, um eure Probleme zu lösen, sondern sie sind vor allem dafür da, um euren Problemen erstmal zuzuhören. Und das ist so eine ganz besondere Qualität, die diese Leute so besonders macht. Die wissen, sie haben nicht die Qualifikation, Leute zu therapieren, aber das wollen sie auch gar nicht. Sie sind eigentlich nur da, um ein offenes Ohr für euch zu haben. Und die Themen, die sie dort zu hören bekommen, die reichen tatsächlich, gibt es eine ganze Bandbreite von einfachen Depressionen, von schlechten Phasen bis hin auch zu Fällen von häuslicher Gewalt, wo Menschen körperlich und emotionales Leid angetan wird. All damit schlagen sich eigentlich die Supports da täglich herum und das ist etwas ganz Besonderes. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man all das jetzt weiß über die Selbsthilfegruppe, ist das denn etwas,
was Gutes ist? Sollte man in diese Gruppe reingehen, sich das mal wirklich anschauen, auch wenn man selber ein Betroffener ist, oder sollte man lieber Abstand wahren? Und ich habe natürlich erstmal die Leute gefragt, die in der Gruppe aktiv sind, die sich dort täglich bewegen und aktiv sind, die auch bei gemeinsamen Filmabenden zum Beispiel dabei sind, weil auch diese Dinge werden dort organisiert in verschiedenen Gruppen. Da wird dann gesagt, hey, wir gucken auf Netflix einen Film zusammen, wir starten alle zum gleichen Moment und wenn ihr Kommentare zum Film habt, dann schreibt die einfach in diesen Chatraum rein. Und das ist wie gemeinsames Filme gucken. Und das ist zum Beispiel was die Leute dort sehr schätzen, dass regelmäßig gemeinsame Events stattfinden, auch Karaoke-Abende sogar, und dass das sehr geschätzt wird. Das ist was sehr Besonderes von Night Haven. Das heißt, wenn euch das anspricht, das ist zum Beispiel etwas, was diese Gruppe auch bietet. Hui, plötzlich ganz viel lauter geworden. Was anderes, was in dieser Gruppe auch sehr oft mir gesagt wurde, ist, dass der Umgangston unheimlich freundlich ist, unheimlich verständnisvoll. Das heißt, wenn ihr euch dort in diese Gruppen bewegt, vor allem in diese Gruppe, ich kann in dem Moment jetzt nur für die Gruppe sprechen, aber die ist in der Hinsicht wirklich gut. Der Umgangston ist zu jeder Tageszeit, ich habe das ausprobiert, ich war dort sehr lange, viele, viele Tage und Wochen unterwegs, ausgesprochen freundlich, ausgesprochen harmonisch. Die Regeln werden ernst genommen, weil die Leute auch wissen, wenn ich zu oft gegen die Regeln verstoße, werde ich rausgekickt und darf nicht wieder reinkommen. Und das hat mich auch überrascht, dass ein Online-Raum so harmonisch und so freundlich überhaupt ablaufen kann. Und natürlich die Supports, habe ich schon gesagt, das ist eben eine ganz besondere Eigenheit dieser Gruppe, dass die Supports eben auch dort sind und sich eben um die Leute kümmern können. Ein letzter Punkt, der mich noch überrascht hat, der vielleicht auch für euch interessant sein könnte, ist, dass Leute, die gar nicht selbst betroffen sind von psychischen Krankheiten, in diese Gruppe können und sich mit Leuten austauschen können, die psychische Krankheiten haben. Und das hilft offenbar, haben mir die Leute berichtet, Vorurteile abzubauen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und auch das sind Dinge, die so eine Gruppe bieten kann. Auf der anderen Seite besteht ein gewisses Problem der Abhängigkeit. Sucht euch einen Platz. Okay, dann noch nicht. Es besteht ein gewisses Problem der Abhängigkeit. Und zwar hat mir eine Nutzerin erzählt dieser Gruppe, sie ist unheimlich gerne in dieser Gruppe unterwegs. Und sie ist auch unterwegs, wenn sie selber irgendwie in der Stadt unterwegs ist, schaut sie gerne auf ihr Handy in die Mobile-App und guckt sich Discord an, die Gruppe. Und sie hat gemerkt, wenn sie Momente hat, in denen sie keinen Empfang hat, in denen sie kein Internet hat, in denen die Gruppe down ist, weil Discord gerade die Serverprobleme haben, dann spürt sie sowas wie Panikattacken. Dann merkt sie, ihr fehlt was, ihr fehlt das, wo sie sich bisher immer drauf verlassen konnte, das wurde ihr genommen. Sie kann in dem Moment nichts dagegen tun und das ist für sie eine emotionale Grenzerfahrung fast schon. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation und das ist eine große Gefahr von diesen Gruppen, die eigentlich ein bisschen auf der Hand liegt, aber dadurch, dass mir Leute davon erzählt haben, wurde mir auch selber erstmal klar, das passiert tatsächlich. Man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit davon. Und der zweite Punkt, den habe ich auch schon angesprochen, dass keine echten Therapeuten anwesend sind. Und da habe ich mich gefragt, eigentlich ist das doch ein Problem, oder? Also wenn keine echten Therapeuten in einer Selbsthilfegruppe anwesend sind, das ist doch eigentlich nichts Gutes. Und genau das habe ich dann einen Experten gefragt, und zwar Matthias Funke, der ist Psychotherapeut in Berlin. Und der beschäftigt sich auch damit und hat mir dann gesagt, dass es tatsächlich erstmal gar kein großer Nachteil ist, wenn dort keine Menschen drin sind, die keine Therapeuten sind. Denn was macht ein Therapeut? Ein Therapeut macht erstmal nichts anderes als zuzuhören. Zuzuhören, Verständnis zu zeigen, ehrliches Interesse zu zeigen und das macht erstmal nur ein Therapeut. Und genau diese Rolle übernehmen auch die Mitglieder in dieser Gruppe. Das heißt, diese Bedenken, die ich zum Beispiel hatte, als ich das recherchiert habe, die gibt es in dieser Form erstmal gar nicht. Also es macht nichts, dass dort keine Therapeuten sind. Ihr könnt euch diesen Leuten erstmal anvertrauen. Das zweite ist, dass Betroffene dazu neigen, eher Ratschläge oder vielleicht auch eher sich trauen, anderen sich anzuvertrauen, wenn sie merken, das sind selber Betroffene. Das ist zum Beispiel so eine Hürde, die Therapeuten oft überwinden müssen, weil sie sind die Experten, sie sind die auf der Couch oder die neben der Couch sitzen vielmehr. Und da gibt es immer so eine Hemmschwelle der Patienten. Und das ist zum Beispiel was in dieser Gruppe gar nicht existiert, weil man dort das Gefühl hat, man spricht wirklich mit allen auf Augenhöhe und man tauscht sich mit Leuten aus, die das wahrscheinlich auch schon mal selber erlebt haben. Aber es gibt eben auch Probleme und das ist für euch dann auch wichtig, wenn ihr überlegt, so einer Gruppe beizutreten, wie mir dann der Therapeut gesagt hat, der Herr Funke. Es gibt die Gefahr der depressiven Dynamik. Das bedeutet im Grunde nicht viel mehr, als wenn man sich mit Leuten austauscht und einem selber geht es schlecht, aber der Person, der man das alles erzählt, der geht es auch nicht gut und dann wird die davon runtergezogen und man zieht sich dann gegenseitig runter und kommt in so eine Spirale, wo man eigentlich nur noch sagt, ach, die Welt ist furchtbar und alles, was wir gerade erleben, ist schlimm und eigentlich gibt es gar keinen Ausweg und das ist so eine Gefahr. Es gibt zwar die Supports, die das
verhindern können, weil sie eben geschult sind in der Hinsicht und wissen, man lässt sich nicht in diese Dynamik reinziehen. Aber wenn man mit ganz normalen Leuten in der Gruppe spricht, besteht immer das Risiko, dass man an Leute stößt, denen es noch schlechter gerade geht und die eigentlich gar nicht in der richtigen Verfassung sind, zuzuhören und Interesse zu zeigen, sondern stattdessen einen selbst mit runterziehen. Und das ist eine große Gefahr, die man oft auch dann zu spät sieht. Und schließlich, das ist auch was, was so ein bisschen auf der Hand liegt, der Experte hat mich darauf hingewiesen, dass immer auch die Gefahr der sozialen Vereinsamung besteht. Das heißt, wenn man diese Gruppen aufsucht und Teil dieser Gruppen ist, dass man dann denkt, man ersetzt damit den echten Austausch mit anderen Menschen. Und das ist eben auch so ein Ding, was schnell passieren kann. Man ist in den Gruppen unterwegs, man denkt, man hat dort alles, man trifft dort ja jeden Tag Menschen. Aber, und das hat der Psychotherapeut gesagt, ein echtes Gespräch auf Augenhöhe mit echten Menschen, mit echten Reaktionen, das kann so eine Gruppe dann nicht ersetzen. Und deswegen so, wenn man das Fazit drunter zieht, würde ich euch empfehlen, ob ihr betroffen seid oder ob ihr auch nicht betroffen seid, diese Gruppe euch mal anzusehen, und euch das mal anzuschauen, ob das was für euch ist, ob das für euch interessant ist. Denn vor allem diese Gruppe hat eben die Supports, die, finde ich, ein total wichtiges Sicherungssystem sind, damit euch eben nicht so schlimme Dinge wie so eine depressive Dynamik passieren können. Deswegen schaut euch die Gruppe an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt oder wenn ihr Lust darauf habt. Und trotzdem, wenn unter euch betroffene Menschen sitzen, die unter Depressionen oder ähnlichen psychischen Erkrankungen leiden, würde ich auch immer empfehlen, einfach mal über eine Therapie nachzudenken. Denn das ist nicht so schlimm, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Auch da geht es erstmal nur darum, mit Leuten zu sprechen, die sich auskennen. Und wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr da anfangen sollt, wie ihr euch an jemanden wenden könnt, ist das hier für euch eine ganz wichtige Telefonnummer von der Deutschen Depressionshilfe. Die kann man auch im Internet ganz einfach finden. Und da kann man kostenlos quasi sich empfehlen lassen, wo man an Therapeuten kommt, wo man beraten werden kann und wie man mit dem eigenen Leben weitermachen kann. Wie kommt ihr in die Gruppe? Das ist eigentlich ganz einfach, das ist kein Geheimnis. Ihr müsst einfach nur googeln Night Haven und Discord und dann kommt ihr sofort auf den ersten Link quasi oder den zweiten Link und seht sofort, hier geht es in die Gruppe. Und alles, was danach passiert, ist an euch überlassen. Und wie gesagt, ich würde sagen, probiert das aus, wenn ihr das interessant findet. Die Vorteile in meinen Augen überwiegen eindeutig gegenüber den Nachteilen. Dankeschön. So, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Fragen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, denn das ist ein riesiges Thema, da gibt es viele Dinge, die ich jetzt noch gar nicht ansprechen konnte, weil einfach die Zeit dafür auch dann gar nicht da ist. Aber wenn ihr Fragen habt dazu, fragt einfach, traut euch. Funktioniert es? Sehr schön. Was glaubst du, bis zu welcher Größe das funktioniert? 800 Leute sind ja für eine Online-Community relativ klein und es ist ja, wie du es beschrieben hast, ein sehr geschützter Rahmen. Glaubst du, es bricht ab einer gewissen Größe auf, dass dann doch die Trolls die Überhand gewinnen und so weiter und so fort? Ja, das ist echt eine spannende Frage. Also das Ding ist, Night Haven ist so das Größte, was es davon momentan gibt, also die 800. Davon sind nicht immer alle online, also die ist dadurch sogar noch ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, von dem, was ich so gesehen habe, ist das schon langsam die Obergrenze, weil das Phänomen, das du ganz oft hast, ist in diesen Channels, wenn du einfach nur mitliest, das ist fast schon wie in einem Twitch-Livestream manchmal, weißt du, dass das nur noch so hochscrollt und man manchmal wirklich ganz bewusst pausieren muss, um zu lesen, was die Leute eigentlich schreiben. Man kann dann immer auf private Gespräche ausweichen, klar, aber wenn zum Beispiel sowas wie ein Filmabend gemeinsam ist und man dann seine Nachricht reinschreibt, in der man vielleicht auch minutenlang gesessen ist und die wird einfach nur hochgewischt quasi, weil so viele andere Leute schreiben, das kann unter Umständen schon wieder frustrieren. Also ich glaube, die Gruppe ist so das Maximum gefühlt von dem, was ich jetzt so gesehen habe, aber es funktioniert noch. Also ich glaube, aber das ist dann von dem, was ich so gesehen habe, diese Form von Gruppen, da stößt es dann auch an eine Obergrenze, ja. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Da oben ist noch, ja. Hi, ich habe mich dafür interessiert, wie das administriert wird. Also wie wird dieser Discord-Server betrieben? Wer kümmert sich darum, neue Channels zu erstellen? Wird das demokratisch mit allen Mitgliedern entschieden oder gibt es da einen Boss?
Also es gibt eine Gruppe von Moderatoren, das sind so 10, 11, 12 Moderatoren, glaube ich, und das sind so erstmal so, die verwalten das alles. Die sind dafür zuständig, neue Channels zu eröffnen, die sind diejenigen, die Leute rauskicken können und die sagen auch, okay, wir haben vielleicht neue Regeln, die wir umsetzen wollen. Aber, das habe ich auch beobachtet, es gibt die Möglichkeit, dadurch, dass es in Discord ist, ganz einfach die Moderatoren anzuschreiben, privat, direkt und einfach zu sagen, hey, ich wünsche mir einen Channel für, keine Ahnung, Videospiel XY, das bald rauskommt, weil ich mich mit Gleichgesinnten austauschen will. Und im Normalfall von dem, was ich gesehen habe, wird dann nicht gesagt, so, nee, das machen wir nicht so. Also die Möglichkeit zum Austausch und den direkten Kontakt gibt es immer. Und, das muss ich auch sagen, obwohl ich derjenige war, also als Journalist mit vielen Fragen und auch vielen Nerven, die waren immer freundlich, immer sehr geduldig und manche von denen sind auch, jetzt sage ich mal, so alt wie ihr so und schaffen es trotzdem, geduldig auf die anstrengendsten Fragen zu antworten und eigentlich kannst du die eigentlich nicht verärgern oder so. Also da kann man die einfach anschreiben und sagen, hey, mach doch mal Channel da und da auf. Und im Normalfall sollte das auch funktionieren. Ja. Gibt es noch eine Frage? Da wird überlegt, darf ich eine überlegen? Nein, okay. Ja, okay. Ich laufe ja auch noch im Laufe des Tages am Gelände rum. Wenn euch noch mal Fragen einfallen sollten oder so, dann sprecht mich einfach an. Das mache ich sehr gerne. Und ansonsten danke euch sehr fürs Hierherkommen und wünsche euch eine ganz schöne TinCon. Dankeschön. Applaus